Hallo, hallo, da bin ich wieder. Ich habe endlich wieder etwas zum Verlosen da. Was bedeutet Verlosen? Ihr könnt etwas gewinnen. Ihr könnt zwar kein iPhone gewinnen oder ein BMW oder irgendwas, aber es gibt etwas, wovon ich euch schon mal erzählt habe. Und mehr sogar, es hat der Bilal selbst erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht dann an den jungen syrischen Mann, den ich mal vorgestellt hatte hier. Und ich hatte erwähnt, und er hatte selbst erzählt, was er gemacht hat. Er hat nämlich ein syrisches Kochbuch veröffentlicht. Und dieses Kochbuch beinhaltet vegane und vegetarische Rezepte, also kein Fleisch und sowas. Das Buch heißt Hummus Evolution oder Evolution, je nachdem, wie man es liest, ob man es Deutsch oder Englisch liest. Und es ist von Bilal Maike. Und hier steht auch syrisch, vegan und vegetarisch. Das Besondere an diesem Buch, also außer der Geschichte, ich finde es unheimlich spannend, dass jemand, der, naja, durch die schlechte Situation in seinem Land nach Deutschland kommen musste, und jetzt hat er dennoch das Beste draus gemacht und hat ein Buch gemacht. Natürlich hat er das nicht alleine gemacht, er hat Hilfe bekommen mit, wahrscheinlich mit der Sprache und ich weiß nicht, ob er selbst die Fotos gemacht hat oder jemand anders. Hier steht zum Beispiel: Im Jahr 2014 musste Bilal sein Heimatland Syrien aufgrund des Krieges schweren Herzens verlassen. Versteht ihr schweren Herzens? Das bedeutet, er wollte es nicht verlassen, aber er musste. In Deutschland begann er ein neues Leben und bezog ein Zimmer in einer Studenten- oder Studentinnen-WG. Das Kochen hilft ihm dabei, die Erinnerung an seine Familie aufrechtzuerhalten. Nebenbei begeistert er mit seinen Rezepten seine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen und hat schon auf einigen Großveranstaltungen mit viel positiver Resonanz gekocht. Positive Resonanz bedeutet positives Feedback. Also die Leute fanden sehr gut, was er gemacht hat. Dieses Buch ist ein einzigartiger Rezeptschatz aus der syrischen Küche. Darin sind überwiegend traditionelle Gerichte der ärmeren Bevölkerung Syriens enthalten. Einfach zu kochen und trotzdem schmecken sie großartig. Falls Sie gerne vegan oder vegetarisch essen oder aber Ihren kulinarischen Horizont erweitern wollen, werden Sie mit diesem Kunstwerk viel Freude haben. Und daran habe ich keine Zweifel. Ich zeige euch ein paar Bilder. Das sieht unheimlich lecker aus. Also hier gibt es zum Beispiel Tabouleh. Und dann habe ich auch ein Rezept für Hummus gesehen, zum Beispiel Fattoush, Baba Ganoush und so weiter. Also die Fotos sind so lecker, dass man eigentlich sofort in die Küche rennen möchte und anfangen möchte zu kochen. Ich muss zugeben, ich selbst bin jemand, die nicht sehr viel kocht. Ich kann das zwar recht gut, aber ich habe meistens nicht die Zeit dazu. Außerdem esse ich ganz gerne bei Eddie. Ihr kennt Eddie Veggieman. Und deswegen muss ich eigentlich nicht so oft kochen. Ja, und was es hier noch gibt in diesem Buch? Es gibt zum Beispiel so, sogar ein kleines Wörterbuch, Deutsch-Arabisch. Das sieht so aus. Dann könnt ihr sogar, wenn ihr Lust habt, ein paar arabische Wörter lernen. Hier ist nicht nur die arabische Schrift, sondern es ist auch mit lateinischen Buchstaben geschrieben, wie man es liest. Und es gibt Hauptspeisen und Salate und Desserte. Oh, Baklava zum Beispiel. Oh, das sieht schon nach sehr viel Joggen und Fitnessstudio aus, wenn man so viel Baklava macht. Also auf jeden Fall, ich bin ganz begeistert von diesem Buch und ich möchte euch nicht nur empfehlen, es zu kaufen, um Bilal zu unterstützen. Ihr findet übrigens auf seiner Webseite, die ich unten verlinke, auch ein paar kostenlose Rezepte. Und ja, ihr könnt euch einfach mehr Informationen über das Buch holen auf seiner Webseite. Aber diesmal habe ich zwei Bücher, die ich euch schenken kann. Die hat Bilal mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und sie warten auf euch. Und ich musste mir eine Frage überlegen, was müsst ihr machen, um diese Bücher zu bekommen? Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte von euch ein Video haben,
mit eurer Löffelliste. Was ist eine Löffelliste? Ganz spannend. Löffelliste. Diejenigen von euch, die das Video von Alexander Hartmann gesehen haben, ich habe es vor kurzem mal auf meiner Seite geteilt. Alexander Hartmann ist ein Spezialist für Hypnose und andere tolle Sachen. Und eine Löffelliste ist auf Englisch Bucket List. Und das kommt aus einem Film mit Morgan Freeman und noch jemandem. Es geht darum, die Dinge, die man machen möchte, solange man lebt. Also, es gibt bei jedem, denke ich, von uns so eine Liste. Bei manchen ist sie länger, bei anderen ist sie kürzer. Was möchtest du unbedingt in deinem Leben gemacht haben, bis du stirbst? Also, bis du stirbst, ist so ein bisschen, ja, klingt so ein bisschen traurig, aber Löffelliste klingt besser. Es gibt nämlich auf Deutsch den Ausdruck, den Löffel abgeben. Das bedeutet sterben, aber es klingt ein bisschen lustiger als sterben. Deswegen ist die Löffelliste die Dinge, die du in deinem Leben unbedingt machen möchtest. Und das interessiert mich. Also, die ersten zwei Personen, die mir ein Video zuschicken mit ihrer Löffelliste, die bekommen ein Päckchen von mir und von Bilal entsprechend und dürfen syrische Rezepte ausprobieren. Ich bin sehr gespannt drauf, wer es ist. Schickt mir das Video entweder per E-Mail oder per Google Drive oder per Facebook. Facebook ist da nicht so gut, weil es die Qualität einfach schlecht macht. Also schaut einfach, dass ich dieses Video irgendwie bekomme. Ich werde das Video auf meiner Seite posten und ihr werdet ein bisschen berühmt werden. Und außerdem bekommt ihr dieses Buch. Ihr könnt auch zu zweit oder zu dritt ein Video machen, wenn ihr wollt. Es sollte nicht so lang sein. Also 5 Minuten ist, denke ich, absolut ausreichend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Videos. Ich freue mich drauf. Und ja, ich werde dann berichten, wer die 2 Bücher gewonnen hat, die von mir und von Bilal verschenkt werden. Ich danke euch vielmals und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.